Und damit ein herzliches Willkommen und hallo zum Wartepart Let's Play Star Wars Jedi Survivor. Ich bin der Simafix und wir fliegen jetzt erstmal mit dem Kleinen hier ein bisschen. Davor schauen wir erstmal, wo ich hinfliegen muss. Naja, das wird bestimmt bekommen. Ich hab verleben. Kein Problem. Beim letzten Mal sind wir hier, ja, endlich hier in den Turm gelandet, wo uns hier das Geheimnis der alten Jedi erwartet hat. Dort mussten wir haben wir einen Jedi gefunden. Dagan Gera, der jedoch der dunklen Seite hier verfallen ist. Einwandfreie Bruchlandung. Ah, wir sind wieder am Anfang, sehr cool. Wir sollten mal unsere zwei Punkte hier geben. Neckobecken, ist das neu? Ach cool. Okay. Auf jeden Fall ist Dagan Gera der dunklen Seite verfallen. Er war damals einer der Jedi, der es hier geschafft hat, die Talahand zu finden. Und wollte eigentlich hier irgendwas Großes aufbauen, weil dem Planeten scheinbar eine große Macht steckt. Doch der Rat der Jedi hat ihn nicht unterstützt. Und das hat dazu geführt, dass er. Kells. Maximal Macht erhöht sich nochmal. Ja. Ich meine, langweilig, aber praktisch. Das also müsste dazu geführt, dass er sich hier vom Rat der Jedi abgewandt hat und zu einem Sith wurde. Seltsamerweise hat er hier mit dem Battle Raider zusammengearbeitet, die ihn noch nach diesen hunderten von Jahren, die er sie eigentlich schon getrennt sind, immer noch hier zusammenarbeiten. So. Ich weiß jetzt nicht, was wir machen sollen. Also das auf jeden Fall nicht. Ja, der Luftangriff wäre echt cool. Boah, wieso man da immer zwei Punkte braucht, man? Schau mal an. Wir halten noch zwei neue Lichtschwerter. Das ist eigentlich das Coolste an der Sache. Ich würde sagen, wir machen eigentlich die Macht. Eigentlich würde ich gerne hier die Fähigkeit machen, aber da brauchen wir eh nur einen Punkt. Dann machen wir das. Sind wir auf jeden Fall auf Nummer sicher. Und als nächstes kommt dann hier kanalisierte Energie. Und dann schauen wir mal. Also, schauen wir mal nach Dementis und eventuell haben wir zumindest einen Weg nun gefunden, um hier nach Thailand zu gehen, was ja auch schon mal ein großer Erfolg wäre. Du bist neu hier, oder? Ja. Dann weiß ich, wo du mal nachsehen solltest. Da ist dieser Typ, ein begeisterter Angler, hängt in seinem Skiff am Fuß des Berges rum. Er ist in der Nähe eines imperialen Lagers. Siehst du mal nach, ob er okay ist? Ja, kein Problem. Tausend Dank. Nett, das sind immer diese Side-Aufgaben. Ich finde das eigentlich nett, wie die organisch in die Welt verteilt wird. Einfach so, ja, kannst machen. Das ist natürlich mein Wiederherstellungspunkt, der wohlgemerkt niemals funktioniert hat. Wo bin ich denn aber jetzt eigentlich hier, oder? Boah, Leute, das ist ja ewiger Pfad. Also hier sind wir auf jeden Fall, nein, hier müssen wir nicht mal lang. Hier geht's jetzt weiter. Kann ich mich mit dem Meditationspunkt eigentlich auch zurückwarpen? Ich muss meine Mitte finden. Wahrscheinlich wird das nicht gehen. Nö, dachte ich mir schon, dass es schneller sind, nicht geht. Nö, weil da wird wahrscheinlich irgendein Cutscene auf uns warten. Also. Das ist zu glitschig. Ohne Hilfe kommen wir hier nicht hoch. Und was sagt mir das? Okay, wir haben natürlich den Pfad hier noch. Und so wie ich das sehe, sind wir noch beim letzten Mal nicht hingewandert. Naja, ich denke mal, da werden wir irgendeinen unserer kleinen Tierfreunde uns holen müssen, oder? Sieh dir das an, BD. Priorit. 10 Prioritknödel. Sehr schön. Damit sollten wir uns diesen einen Schlüssel kaufen können. Ja gut, dann werden wir jetzt erstmal dahin wandern. Ich werde jetzt einfach nur... werde jetzt voll doof, wie ich bin, werde ich jetzt einfach nur wieder weiter in den nächsten Dungeon laufen. Ich weiß es. Tenalor ist real. Vielleicht ist es der letzte Winkel der Galaxis, der vor dem Imperium sicher ist. Ich wünschte, du hättest es auch sehen können. Cool. Bin ich jetzt hier richtig? Das ist unsere Rückfahrkarte. Kleiner. Ganz ruhig. Wir tun dir nichts. Oh, ganz süßer bist du. Nom, 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 nom. Ich schmeiß dir später vielleicht Grease zum Fraß vor. Komm schon, Neko. Na, Grease ist gut. So, Neko. Oh, Neko Rider, okay. Und der kann. Ah,
krabbeln, okay. Damit können wir hier hin. Was gibt's da schon? Ah. Oh, sehr schön, dass ich nicht absteigen muss. Noch mehr Priorit. Der hat Füße, Mann. Der vergisst zumindest nicht Leg Day. Aus der Bahn! MC Max is on the road. Los! Hüpfkleider! Das macht Spaß. Ah genau, okay, das war die Höhle, wo man herkommt. Ich liebe es, wie dieses Spiel, wie man halt immer zurücksehen kann, wo man eigentlich war. Nein, nein, nein. Ah, man kann ihn auch rufen, okay, cool. Alles klar, und los geht's. Und wenn ich also einen Doppeljump mache, dann hüpfe ich weg. Mit einem kleinen Schubs unseres neuen Freundes kommen wir durch dieses Tor. Sehr gut. Kann ich ihm die Tür aufmachen? Oh, ja, nicht süß. Ja, komm her. Also, Kleiner, los geht's. Soll ich dich kraulen? Oh, Mutschitatze, Mitschitatze, Mitschitatze. So, wir wandern nur ein bisschen hier mal so an der Seite, in der Hoffnung, dass wir halt doch irgendwo noch ein Secret finden. Aber ich denke, wir werden jetzt erstmal hier in unser Dorf zurückwandern. Wir müssen ja, wie gesagt, schauen, ob es hier... Verzeihung, Grease. Es geschafft hat... Die Kamera schwenkt gerade so seltsam. Das kann nichts Gutes sein. Die Mantis zu reparieren. Und natürlich, diesen seltsamen Lichtstrahl werden wahrscheinlich auch nicht nur wir gesehen haben. Ist das so der Wegweiser nach Tennelo? Möglich. Da möchte ich vielleicht doch lieber nicht runterhüpfen. Das will ich meinem kleinen Haustier hier nicht antun. Das Einzige, was kacke ist, dass man mit ihm nicht laufen kann. Aber der ist auch so ganz flott. Das war ein sehr schlechter Jump. Aber geschafft ist geschafft. So, verlassene Ansiedlung. Okay, komme ich von hier aus weiter? Mal wieder ein bisschen die Natur kaputt machen. Ah, ich denke mal... War hier noch was? Hier ist doch untersuchen, ich seh's doch. Spiel? Spiel? Es wird mich ärgern. Ja gut, das wird mich ärgern. Na gut, ich lass mich aber nicht ärgern. Ich jumpe lieber ein bisschen. Denn es mir nicht die ganze Zeit die Schnellreise blockieren würden. Dann wären wir schon, wären wir 100-mal so schnell. Oh, okay, nach oben hüpfen. Auch gut, habe ich gar nicht gesehen. Da sind sie. Hört sie nie! Kommt raus! So. Das wäre definitiv eine Treppenstufe, wo man runterfällt. Die Bot-Ruinen. Jetzt bin ich mir gar nicht sicher, ob wir überhaupt da hinklettern müssen. Eigentlich geht es da wieder zurück, aber ich habe die Hoffnung, dass da ein kleines Schätzchen auf mich wartet. Und deswegen machen wir das einfach mal. Übrigens, sehr cool, wie das hier aktuell verläuft. Im Sand, Kriecher. Du weißt, was das heißt. Wir sind irgendwo Jawas. Aha, okay, die müssen wir erstmal ausschalten, wahrscheinlich, bevor wir weitergehen können. Weil der wird mich, genau, weghauen. Also wir haben die Jawas auch schon davor gesehen, also muss jetzt nicht überrascht werden. So. Okay, die fallen doch nicht auseinander. Gehen wir erstmal da lang, bevor wir schauen, wie es weitergeht. Ah, schau ich an, haben wir schon wieder was gescannt und da hinten. Die Gebäude sind uralt. Älter als alles, was wir bisher auf Kobo gesehen haben. Und wer hat's gebaut? Die Jawas. Noch mehr Promethe hier. Ich sehe gerade ehrlich gesagt nicht, wie wir weiterkommen, aber
Auf jeden Fall müssen wir hier nochmal hochklettern. Zip. Zip. Die goldene Frage ist natürlich, wir haben ja gesehen, dass hier, also er zumindest hier in dieser Vision erzählt, dass irgendwas Mächtiges auf dem Planeten zu finden ist. Und das ja dann der Grund war, wieso er hier unbedingt an seinen Jedi-Tempel bauen wollte. Die goldene Frage ist natürlich, was das ist. Und was es schon wieder Schlimmes für uns heißt. Warte mal. Ach, warte mal. Na genau. Okay, jetzt sind wir schon mal hier. Ja, dann hätte ich keine ganze Route hüpfen müssen, oder? Obwohl, bringt mir das was, wenn ich hier bin? Ehrlich gesagt nicht, oder? Weil ich müsste ja jetzt nach oben. Oder kann ich... Nee. Das ist blöd, dieser Wall nach oben Hüpfer, der geht nur natürlich an speziellen Wänden. Dumme Luftklappe, mach sie halt einfach kaputt, Mann. Du bist ein Jedi, Mann. Nee, aber... Ah, okay, gut, da können wir klettern. Das ist schon mal gut zu wissen. Das bringt uns aber jetzt auch nur so weit, dass wir hier hoch können. Und leider weiter nicht unbedingt. Jo, gute Frage, nächste Frage. Jetzt hängen wir nämlich schon wieder. Interessanterweise, warte mal, da zeigt es hin. Ach, das ist der Meditationspunkt. Warte mal, oh. 76% erkundet, Außenposten. Ja genau, da müssen wir hin. Schauen wir mal gerade so, 76%, 90%, ah, da waren wir gut. Ah, da haben wir sogar mal 100%. Hier waren wir sicher schlecht, Waldanlage. Ja, okay, zumindest waren wir gut, waren wir nicht schlecht. Das bringt uns jetzt aber in unserem ursprünglichen Problem nicht unbedingt weiter. Nämlich, dass ich nicht weiß, wie wir weiterkommen. Kestes, diesmal musst du die Denkarbeiten übernehmen. Kann ich mich da einfach nach oben ziehen? Oder muss ich vielleicht den hier mit nach oben nehmen? Das wäre natürlich... Na. Ihr wisst schon, unsere kleinen Hüpfer hier. Kann ich mir jetzt aber auch schwer vorstellen, dass ich mit dem da nach oben komme. Und an sich bringt es mir ja nicht. Er kann ja auch nicht an der Wand laufen. Wir müssen doch irgendwie dieses dumme Ding ausschalten, Mann. Mach's halt einfach kaputt, Mann. Absolut glorreich. Das Pfeifen war sehr gut. So, okay, dann. Machen wir, zack. Und jetzt machen wir was richtig Sinnvolles. Bevor wir hier mal so unnötige Sachen machen, gehen wir jetzt erstmal in die Anpassung. So, jetzt müssen wir schauen. Jäger? Wanderer? Nee. Was haben wir hier? Oh, das taktische sieht gut aus. Na, den Bürstenschnitt, der sieht kacke aus. Achso, das sind nur die neuen Sachen. Ja, okay, ich schau mich da auch sehr wenig um. Also da machen wir definitiv Überleben. Rasiert. Kurzer Bart. Vollbart. Okay, wir haben nur die Wahl zwischen denen. Machen wir den kurzen Bart. Na, komm, sein Standard. Sein Standardding sieht eigentlich am besten aus. So, dann. Was haben wir hier? Schrottsammler. Das taktische. Ja, das war seine neue Kleidung. So, was haben wir noch? Bart, Jacke, Hemd. Jetzt haben wir schon mal 10.000 Sachen, dann will ich ja besser unseren guten Kerl pimpen. So, okay. Ich finde, er ist hübsch genug. Das soll für unsere Sachen jetzt mal reichen. So, da la. Jetzt ist immer nur noch die goldene Frage, wie wir weiterkommen. Oder war das jetzt echt nur für die eine dumme Kiste? Das kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Nee, da sieht man ja, dass man hoch kann. Außer, dass wir irgendeine Fähigkeit brauchen. Hm. Gab's schon im ersten Teil, aber ich sage jetzt mal hier unwahrscheinlich. Vielleicht muss man auch einfach runter. Ach, ich gehe jetzt einfach mal runter.
Bringt da nix. Wo ist er? Ach, warte, kann man da einfach weiter? Ach, da kann man ja einfach weiter. Oh. Okay, hat sich natürlich megamäßig gelohnt, dass ich da lang gelaufen bin. hat sich jetzt megamäßig gelohnt, dass wir da rumgesucht haben, wie es weitergeht. Man hätte einfach weiterlaufen können. Ruhig, Neko. Komm, Neko, 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 Neko. Ist es eine Katze dann? Oh. Dementis! Dementis wieder startklar. Komm schon, BD. Begrüßen wir Sie an der Landeplattform. Gehen wir. Da seitlich waren wir da schon mal, oder? Schauen wir mal kurz hin, weil ich sehe da was Blaues leuchten. Und eine gigantische Barriere. Oh oh. Darf ich rein? Ich will nur das Echo nehmen, dann bin ich schon wieder weg. Hä? Warst du das? Warte, was? Nein! Ja, so wäre es uns auch fast gegangen. Oh, da ist der kleine Vogel. So kommen wir schneller voran. Süßer kleiner Vogel. Jetzt, achso, nee, wir sind wieder in der Startregion, oder? Ungezähmt bis tiefland. Nö, das ist, das... Nö, hier waren wir noch nicht. Da haben wir noch das eine Gerücht, was wir theoretisch noch machen könnten. Ach, wir nehmen einfach hier den äußeren Weg so einmal rum. Danke für die Hilfe. Hallo. Ich frage nur nach dem Weg. Erledigt ihn. Ich hoffe, das tut weh. Sehr gut, lauf weg. Ich wollte doch nur nach dem Weg fragen. Alter, wieso bist du denn dann? Ich will... So. Was ist denn da? Das ist ein, oh mein Gott, das ist wahrscheinlich das Lager der Battle Raiders. Wollen wir da jetzt echt lang latschen? Das wird sicher nicht einfach. Stell dich nicht so an, Leo. Zeig mal her. Mist. Es heilt nicht mehr. Tut mir leid, Schatz. Nicht dein Tag. So ist die Welt, Leo. Aber lieber begrabe ich dich hier, als zuzulassen, dass du das Abendessen von irgendjemandem wirst. Oh, die habe ich nicht gesehen. Alter! Was wollt ihr Dreckschwieger jetzt auch noch, Mann? Ich nehme dich auseinander. Ich hasse diese Warterei. Was war denn das für ein Schmarrn? Ich gewinne. Was war denn das für ein Schmarrn, Mann? Nicht nur, dass da hunderte von Druiden mich auf einmal abballern, sondern da kommen natürlich auch ganz klar einfach nochmal da von hinten die Bestien. Wieso eigentlich auch nicht, gell? Hallo? Definitiv kein Blaster. Hallo? Ich erschieße ihn. Komm hier rauf und kämpfe. Oder du kommst einfach runter zu mir. Ah, schon zu spät. So, wenn ich mich da jetzt hinstelle, sterbe ich dann schon, bevor ich überhaupt was gemacht habe? Warten Sie. Wo sind Sie hin?
Immer lassen sie mich hier meditieren, das finde ich sehr nett von ihnen. Also, Fähigkeiten. Das ist eigentlich das Einzige, was ich jetzt machen wollte. Wahrscheinlich wache ich auf und bin einfach wieder tot. So, ich hatte mein Upgrade, was ich eigentlich machen wollte. Was ich natürlich jetzt nochmal finde. Hier, genau. Keiner generiert mehr Macht, wenn er seinen Gegner besiegt. Trifft einen blockierenden Gegner, der generiert ebenfalls Macht. Das ist ein sehr gutes Upgrade. Habe ich zumindest so. Vom Gefühl her. So, passt. Oh, das ist mir lieber. Ich dachte mir gerade, Zink oder so, was ist das? Druidica oder so. Oh oh. Oh oh. Oh, ein Bataillon. Oh, das sind diese mobilen. Diese mobilen Transporter. Ah, der hat sich selbst umgebracht. Come on. Eieiei. Wollen da noch ein paar mehr spawnen? Kreuzkruzifix mal. Das ist gar nicht mal schön. Ich habe keine Ahnung, wo ich hier reinlaufe, aber irgendwie ist es hier nicht schön. Komm zu Papa. Hilf mir bitte. Die vier Stimpacks sind so geil. Ich bin dir auf der Spur. Oh, wenn die da zusammen rumgammeln, Mann. Jetzt kommt's halt einzeln mal raus. Okay, dann. Bei dem geht's nicht. Eigentlich würde ich gerne den anderen. Da geht's auch nicht. Okay, sehr gut. Betrüger. Uha, wo bin ich denn hier bitte reingeraten? Ich verpasse ein paar. Oh, das wirst du mir büßen. Nein, danke. Ich schalte ihn aus. Komm. Okay, der ist down. Der andere, der weiß nicht mehr, was er tun soll. Sehr gut. Und weg. Was ist da? Was bist du? Bidiban? Scan. Scan, was du immer scannen willst. BX-Hybride. Hoi, die Witzkommand. Mit was für eine Basis wir bitte reingeraten sind. Oh. Bewährte Schaden. Ich bin darauf programmiert, sie zu töten. Hilf mir bitte. Das hat funktioniert. Da steht jetzt aber nicht nur einer von denen. Auf langsam geben wir die Stimpacks aus. Holy moly, sind das viele Gegner hier gewesen. Okay, wir machen jetzt an dieser Stelle erstmal einen kleinen Cut. Und nächstes Mal geht's weiter und wir erkunden es hier noch ein bisschen und werden dann hier zum Dorf zurückkehren. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao.